Parodontale Erkrankungen zählen zu den häufigsten Problemen im Bereich der Mundgesundheit. Von Zahnfleischentzündungen bis hin zu schwerwiegenderen Erkrankungen wie Parodontitis, es gibt eine Vielzahl von Erkrankungen, die das Zahnfleisch betreffen können. Klar, ein Viertel glücklicherweise gibt es eine Reihe von Verfahren zur Behandlung von Parodontalerkrankungen und zur Wiederherstellung der Zahnfleischgesundheit. Die parodontale Behandlung umfasst verschiedene Verfahren, die darauf abzielen, das Zahnfleisch zu heilen und Entzahnviertelendungen zu reduzieren. Zu den gängigen Behandlungsmethoden gehören die professionelle Zahnreinigung, die Wurzelplanung und Glattung, die chirurgische Behandlung sowie die Verwendung von Antibiotika. Jeder dieser Schritte spielt eine wichtige Rolle bei der Wiederherstellung der Zahnfleischgesundheit und der Verhinderung weiterer Schäden. Die professionelle Zahnreinigung ist der erste Schritt bei der parodontalen Behandlung. Durch die Entfernung von Plaque und Zahnstein können Zahnärzte und Dentalhygieniker dazu beitragen, Entzahnviertelendungen zu reduzieren und das Zahnfleisch zu heilen. Die regelmäßige professionelle Zahnreinigung ist entscheidend für die Prävention von Parodontalerkrankungen und kann dazu beitragen, das Risiko von Karies und anderen Mundproblemen zu verringern. Bei schwerwiegenderen Fällen von Parodontitis kann eine Wurzelplanung und Glattung erforderlich sein. Bei diesem Verfahren entfernen Zahnärzte die entzahnviertelnden Gewebe um die Zahnreihe herum und glatteten die Wurzeloberflächen, um die Ansammlung von Bakterien zu reduzieren. Dies kann dazu beitragen, das Fortschreiten der Erkrankung zu verlangsamen und die Zahnfleischgesundheit zu verbessern. In einigen Fällen kann auch eine chirurgische Behandlung notwendig sein, um schwerwiegende Parodontalerkrankungen zu behandeln. Zu den gängigen Verfahren gehören die offene Kieferchirurgie, die Schleimhauttransplantation und die Verwendung von regenerativen Materialien zur Stimulierung des Knochenwachstums. Diese Verfahren können dazu beitragen, beschädigtes Gewebe zu reparieren und die Zahnfleischgesundheit wiederherzustellen. Antibiotika werden manchmal als ergänzende Behandlung bei Parodontalerkrankungen eingesetzt. Sie kann ihnen helfen, Bakterien abzutöten und Entzahnviertelendungen zu reduzieren, um die Heilung des Zahnfleisches zu verbessern. Antibiotika werden in der Regel in Form von Pillen oder als Mundspareinviertelung verschrieben und sollten gemäß den Anweisungen des Zahnarztes eingenommen werden. Es ist wichtig zu beachten, dass die parodontale Behandlung ein fortlaufender Prozess ist, der regelmäßige Kontrollen und Nachsorge erfordert. Nach Abschluss der Behandlung ist es wichtig, regelmäßig zum Zahnarzt zu gehen, um sicherzustellen, dass das Zahnfleisch gesund bleibt und keine weiteren Probleme auftreten. Zusammenfassend lässt es sich sagen, dass die parodontale Behandlung entscheidend für die Wiederherstellung der Zahnfleischgesundheit und die Verhinderung weiterer Schäden ist. Von der professionellen Zahnreinigung A1/4BER die Wurzelplanung und Glattung bis hin zur chirurgischen Behandlung und der Verwendung von Antibiotika gibt es eine Vielzahl von Verfahren, die dazu beitragen können, Parodontalerkrankungen zu behandeln und das Zahnfleisch zu heilen. Wenn Sie also Probleme mit Ihrem Zahnfleisch haben oder an Parodontalerkrankungen leiden, zögern Sie nicht, einen Zahnarzt aufzusuchen und sich A1/4BER diverser 1/4-baren Behandlungsoptionen zu informieren. Mit der richtigen Behandlung und Nachsorge können Sie Ihre Zahnfleischgesundheit verbessern und weiteren Schäden vorbeugen. Denn gesundes Zahnfleisch ist entscheidend für die Gesundheit Ihres gesamten Mundes.